So Leute, heute geht's etwas später los wieder. Ich habe einfach ja keinen Bock gehabt. Einen auf entspann dich mich heute gemacht. Ja, Viertel vor fünf, allzu lang kann ich nicht, weil ich heute noch weg muss. Der 3.11. ist heute. Und Winterbau-Update geht dementsprechend weiter mit dem Eingangsbereich hier. Ich habe gestern ja schon die Breite ausgemessen, habe die Latten zugesägt und heute habe ich noch die Höhe ausgemessen für die Folie und wie breit ich die einzelnen Streifen zuschneiden muss. Das habe ich mal hinten angezeichnet. Hier in der Hand habe ich einen Tacker, um die Folie vorzutackern, dass man das nicht alles auseinanderfliegt, bis das geschraubt ist. Ja, und ich würde mal sagen, beziehungsweise ich gehe schon hinter und da geht's gleich weiter. Hier auf dem Brett habe ich mal Abstände von 10 cm markiert. Das sind insgesamt 15 Streifen. Die Streifen mache ich alle 12 cm breit, also ich lasse immer 2 cm überlappen. Muss ausreichen, hoffe ich. Wenn nicht, muss ich es neu machen. Das können wir auf Seite legen, da kann ich es nachher dann eben gleich antackern und wenn es alle drauf sind, kann ich es dann vorbohren und verschrauben und die zweite Latte drauf. Ja, und mittlerweile habe ich auch hier hinten bei jedem Scheiß gleich Gummihandschuhe an. Naja, ihr wisst es ja warum. So. Ich nehme an, in der Länge sind es 10 Meter. Und das sieht mir fast nach 3 Meter aus. Schere, komm zu mir. Also Leute, ich probiere jetzt den Scheiß so weit abzuschneiden. Und beim Ablängen hole ich euch wieder dazu. Wenn ich irgendwas Neues ausprobiere, seid ihr natürlich gleich als allererstes mit dabei. Ich probiere es jetzt mal mit einem Cuttermesser und ja, was zum Anlegen. 12 cm müsste ungefähr hier sein. So ganz gerade sind die Dinger hier auch nicht. Die vorgezeichneten. Grüne Dinger hier drin. Aber es geht auf alle Fälle wesentlich. Naja, dann werden sie halt nicht alle 12. Der wird jetzt 13. Ist doch wurscht. Irgendwie werde ich das Ganze schön hinkriegen. Und der ganze Mist 15 Mal. Ach, leck mich doch am Ärmel. Was habe ich mir wieder angetan? Naja, ich mache jetzt den Mist hier soweit und wenn es dann ans Festschrauben geht, festhackern, seid ihr wieder dabei. So einfach ist es. Kede, ich tacke jetzt einfach mal runter drauf los. Plan habe ich ja eh keinen. Also, was soll's. So. Hier nehme ich jetzt die obere Kante. Ja, und dann tun wir so drei Dinger überlappen. Drei Karos. Und dann sehen wir schon, was dabei rauskommt. Zwei Streifen, zwei Stück habe ich nochmal dazu schütteln müssen. Ja, und jetzt können wir hier unsere zweite Latte drauflegen, ausrichten und festschrauben. Das werde ich jetzt machen.
Schraubzwinger habe ich noch. So wird das Ganze jetzt vorbereitet, zusammengespackst. Ja, dann müssen wir mal gucken, die große Schrauben, was ich vom Bohrer brauche, und für das Bit. Und dann können wir auch vorgehen und das Ganze Ding festschrauben. Ja, da bin ich aber gespannt, ob das so gut funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich hoffe mal. Naja, wir werden sehen. Das hätte ich gehabt. So, Freunde, ich glaube, mit dieser Beleuchtung hier wird man von mir jetzt nicht viel sehen, außer einen Schatten. Ich habe auf alle Fälle einen Akkuschrauber und bohr das Ding jetzt oben fest. Ja, und dann muss ich es unten noch ein bisschen einkürzen und dann schauen wir mal, ja, wie die Dinger übereinander lappen. Und ja, ich hoffe natürlich, dass die sich noch ein bisschen ausdrehen, weil die haben noch die Form von dieser Rolle, sprich, die sind etwas eingekringelt. Okay, ich schraube jetzt fest oben und danach schauen wir mal von der anderen Seite, wenn ich es unten noch mit abgeschnitten habe. Ja. Leute, dass das jetzt kein hundertprozentiger vollwertiger Schutz ist, ist mir vollkommen klar, aber ihr habt es gesehen, man kann gut durchlaufen und naja, wenn er hält, dann hält er, wenn nicht, nicht. Weggeschraubt ist es gleich, ausgetauscht sind die Dinger auch gleich. Wenn sich das bewährt, wer weiß, vielleicht kaufe ich ja mal eine ordentliche, dicke, durchsichtige Plane, Folie, was weiß ich, wie man dazu sagt, und ja, macht es mit einem ordentlichen Material. Ja, so wie das auch ist, wo sie in den Firmen mit dem Stapler direkt durchfahren. Also, vielleicht laufe ich ja mal an sowas hin. Ja, ansonsten geht es dann außenrum weiter, aber ich glaube, nicht mehr heute. Beenden wir das Video für heute. Wenn es dann weitergeht, da außen rum, hole ich euch wieder hinzu. Ja, das war Winter-Update, 3.11. Vielleicht geht es ja morgen schon weiter. Leute, wir sehen uns. Ich muss jetzt erstmal aufräumen. Hasta la vista. Naja, wie es immer so ist, wenn man was bastelt, ist mir jetzt auch wieder eine Idee noch im Kopf gekommen. Ich werde eventuell mir noch schmale Leisten holen, ja, die zuschnitzen und unten einfach noch dran tackern. Nicht so schwere, nicht so dicke, einfach irgendwelche Leisten, also schauen wir mal. Aber so gefällt es mir wirklich recht gut, muss ich wirklich sagen. Ja, aber jetzt bin ich wirklich weg, damit das Video heute noch rauskommt.